Die Welt, in der wir leben, ist alt. Über 4,5 Milliarden Jahre. Und wir leben erst seit einem winzigen Bruchteil dieser Zeit. Einige bizarre, lustige und geradezu furchterregende Lebensformen leben jedoch schon viel länger als wir auf unserer Erde. Unverändert seit den Zeiten der Dinosaurier und darüber hinaus. Also, schnapp dir deinen Rucksack und mach dich bereit für ein Abenteuer, denn wir machen uns auf die Suche nach erstaunlichen, urzeitlichen Kreaturen, die auch heute noch leben. Gigantischer Gar. Seit über 100 Millionen Jahren lauert in den Süßwasserseen und Sümpfen im Süden Amerikas ein seltsames Wesen, das eher mythisch als real aussieht. Nein, es handelt sich nicht um das uneheliche Kind eines Krokodils und eines Karpfens. Es ist ein Alligator Gar und er ist ein großer Kerl. Meistens werden sie mehr als etwa 1,80 Meter lang und über 45 Kilogramm schwer. Manche können aber auch viel größer werden, so wie dieser Riese, der fast 2,60 Meter groß war und satte 148 Kilogramm wog. Sie sind nicht nur wuchtig, sondern haben auch zwei Reihen schlanker, zahnähnlicher Zähne im Inneren ihres Krokodilmauls, die sie zu furchterregenden Raubtieren machen. Bei der Jagd liegen die Gars ganz still im Wasser und warten lautlos, bis ein ahnungsloser Fisch vorbeischwimmt. Dann, schnapp, stürzen sie sich vor und spießen ihn zwischen ihren kräftigen Kiefern auf. Und weil ihr Körper durch harte, sich überlappende Schuppen geschützt ist, die wie ein mittelalterliches Kettenhemd funktionieren, gibt es nur sehr wenige natürliche Feinde. Sogar ihre Eier sind giftig, sodass möchtegern Diebe gelernt haben, sie in Ruhe zu lassen. So stark ihre Abwehrkräfte auch sind, optimal aktiviert sie. Die Überfischung und die Zerstörung ihrer Lebensräume haben dazu geführt, dass die Zahl der Alligator-Gars in letzter Zeit bedauerlicherweise zurückgegangen ist. Und obwohl ich Angst hätte, wenn einer neben mir herschwimmen würde, möchte ich nicht, dass eine so uralte Art verschwindet. Also, hoffentlich see you later, Alligator. Lebende neuen Augen. Drüben im nördlichen und westlichen Atlantik schleicht seit über 450 Millionen Jahren ein seltsames Monster durch die Gewässer. Dieses aalähnliche Tier ist das primitivste aller lebenden Wirbeltiere, das Meerneunauge. Und obwohl es nur etwa 1 Meter lang wird, ist es trotzdem absolut furchterregend. Neben ihrem flexiblen, gewundenen Körper sind Neunaugen vor allem für ihre scharfen, klappernden Zähne bekannt, die das Innere ihres Mauls säumen. Diese furchterregenden Schneidezähne werden nicht von einem herkömmlichen Kiefer gesteuert, sondern von einer runden, saugnapfartigen Scheibe. Damit krallen sie sich an anderen Fischen fest, bevor sie deren Schuppen mit ihrer rauen, scheuernden Zunge durchkauen und ihnen parasitär das Blut absaugen. Indem sie einen speziellen Schleim auf die Wunde absondern, verhindern die Neunaugen, dass das Blut des Wirtsfisches gerinnt und können sich auf diese Weise ernähren, bis sie satt sind. Zum Glück sind diese Dinger nicht so groß wie wir. Allerdings ernähren sich die Neunaugen nicht von viel, was einer der Gründe dafür ist, dass sie sich so lange auf diesem Planeten halten konnten. Trotzdem wird es immer ein paar Verrückte geben, so wie die niederländische Sea Lamprey Society, die aus einer Gruppe von 40 Leuten besteht, die sich treffen, um den Albtraumfisch zu ehren, indem sie ihn, ja, essen. Ich meine, gesalzenes Meerneunauge sieht zwar lecker aus, aber ich glaube, das wäre nichts für mich. Würdest du probieren? Etwas, das du auf jeden Fall probieren solltest, ist das Drücken des Like- und Abonnieren-Buttons. Ich lade immer wieder neue spannende Inhalte auf diesen Kanal hoch und du willst bestimmt nichts verpassen. Alles gemacht? Cool. Weiter geht es mit unserer Safari. Charmantes Schuppentier. Wenn du diesen kleinen Kerl herumlaufen siehst, könnte ich es dir nicht verdenken, wenn du ihn für ein Gürteltier hältst. Die beiden Arten sehen sich ziemlich ähnlich und fressen beide gern Insekten, aber damit enden die Ähnlichkeiten auch schon. Dieses gepanzerte Säugetier ist eigentlich ein Schuppentier und lebt schon seit etwa 80 Millionen Jahren auf der Erde, ganze 30 Millionen Jahre länger als Gürteltiere. Sie kommen in ganz Afrika und Asien vor und verbringen ihre Zeit sowohl auf dem Boden als auch, trotz ihres Aussehens, auf der Jagd nach Nahrung in den Bäumen. Und das ist verdammt viel Futter.
Mit ihren langen Zungen fressen Schuppentiere jedes Jahr etwa 70 Millionen Ameisen und Termiten. Das reguliert die Insektenpopulationen und wirkt Wunder für die Ökosysteme, in denen sie leben. Trotzdem werden die niedlichen Tiere so intensiv gejagt, dass sie fast ausgerottet sind. In China und Vietnam gilt ihr Fleisch als Delikatesse und in vielen asiatischen und afrikanischen Kulturen wird den Schuppentieren auch eine medizinische Wirkung zugeschrieben. Erschwerend kommt hinzu, dass die armen Schuppentiere für Menschen harmlos sind und sich bei Annäherung einfach zu einer gepanzerten Kugel zusammenrollen. Das hilft zwar gegen ihre natürlichen Fressfeinde, aber Wilderer brauchen sie nur aufzulesen und zum Abschlachten wegzutragen. Zum Glück gibt es nicht nur schlechte Nachrichten. China hat den Schutz für chinesische Schuppentiere 2020 auf die höchste Stufe angehoben und die Verwendung ihrer Schuppen in der traditionellen Medizin verboten. Wie jemand überhaupt auf die Idee kommen kann, diese niedlichen Tiere zu töten, ist mir unbegreiflich. Sehen die nur an! Heißer Hoazin. Während des Eozäns, also vor 56 bis 34 Millionen Jahren, lebte eine ganze Reihe seltsamer Tiere auf der Erde. Viele von ihnen sind längst ausgestorben, aber ein lustig aussehender Vogel namens Hoazin ist noch in erstaunlich großer Zahl vorhanden. Diese gefiederten Flieger, die in ganz Kolumbien vorkommen, sind nicht nur auffällig anzusehen, sondern sie riechen. Ja, sie stinken. Das liegt daran, dass Hoazine Wiederkäuer sind, das heißt, sie verdauen ihre Nahrung mithilfe bakterieller Gärung. Anstelle eines Magens stopfen Hoazins ihre Nahrung in einen muskulösen Beutel im Nacken, den Kropf. Dort wird die Nahrung, meist Blätter, von enzymproduzierenden Bakterien fermentiert. Diese Enzyme zersetzen die Blätter, produzieren aber gleichzeitig eine ekelhafte Mischung aus bakteriellen Dämpfen, die die Vögel ausstoßen. Und es sind nicht nur ein oder zwei Rülpser, oh nein, der ganze stinkende Prozess kann bis zu 45 Stunden dauern. Außerdem ist ihr Kropf die ganze Zeit über so aufgebläht, dass die Vögel nicht fliegen können, während sie verdauen. 2 Tage lang sitzt der Hoazin also nur herum, frisst, rülpst und schläft. Ach, das klingt nach einem schönen Wochenende. Übergroßer Salamander. Jeder liebt Frösche. Sie sind niedlich, freundlich und fressen Fliegen. Wie könnte man nicht lieben? Aber es gibt noch eine andere Amphibie, die Frösche einfach aussehen lässt. Das hier ist der chinesische Riesensalamander und der Name ist keine Übertreibung. Er kann sehr groß werden und ist sogar die größte lebende Amphibie der Welt. Schau dir nur mal die Größe dieser Hand an. Die seltsamen, fleischigen Wesen leben auch schon unglaublich lange, über 170 Millionen Jahre. Obwohl es damals viel mehr von ihnen gab. Einst waren die Riesensalamander in weiten Teilen Chinas beheimatet, doch seither werden sie wegen ihres Fleisches rücksichtslos gejagt. Heute gibt es nur noch weniger als 50.000 Exemplare, die sporadisch in bewaldeten Flüssen und Bächen im ganzen Land vorkommen. Erschwerend kommt hinzu, dass einige von ihnen genetische Mutationen haben, die ihre Haut leuchtend orange färben, sodass sie von Jägern sehr leicht zu erkennen sind. Die nicht-orangen Überlebenden haben jedoch einen Trick, um Jägern zu entgehen, ihre hervorragende Tarnung. Wenn sie still auf dem Grund eines Flusses liegen, verschmelzen ihre graubraunen Körper perfekt mit den Felsen und dem Schlamm um sie herum. Und weil sie den Sauerstoff direkt über ihre Haut aufnehmen, ohne Kiemen zu haben, produzieren sie auch keine verräterischen Luftblasen. Das nenne ich unauffällig. Aber ich schätze, man kann nur so unauffällig sein, wenn man buchstäblich die größte Spezies der gesamten Tierklasse ist. Es kann ein Fluch sein, super schlank zu sein. Glaub mir, ich weiß es. Geisterhai. In schwindelerregenden 2590 Metern Tiefe, in den dunkelsten Tiefen der Ozeane, lauert eine der ältesten und gruseligsten Kreaturen auf diesem Planeten. Nein, kein echtes Gespenst, aber die Chimäre, auch Geisterhai genannt, ist genauso unheimlich. Die gespenstischen Fische haben einen fiesen Giftstachel vor der Rückenflosse, mit dem sie sich gegen Raubtiere verteidigen.
Bei der Jagd haben die Chimären jedoch eine viel fortschrittlichere Methode des Angriffs. Die tiefe Schwärze um sie herum macht den Versuch, etwas zu sehen, sinnlos. Deshalb nutzen Chimären spezielle Rezeptoren in ihrer Haut, die selbst schwächste elektrische Felder aufspüren können, zum Beispiel die, die durch Muskelkontraktionen entstehen. Wenn du auch nur mit einem Finger in 3 Metern Entfernung wackeln würdest, wüssten sie genau, wo du bist. Zum Glück haben Chimären kein größeres Interesse an etwas Größerem als Kraken und sind trotz ihres Rufes für Menschen harmlos. Technisch gesehen sind sie nicht einmal Haie, sondern nur Verwandte von ihnen. Außerdem hat das Männchen ein einziehbares Geschlechtsanhängsel auf der Stirn. Wenn du also noch einen Grund brauchst, um diese Dinger nicht zu fürchten, dann sind es ihre, Köpfe. Aber selbst wenn sie mega gefährlich wären, würdest du dich jemals in einer Tiefe von knapp 3000 Metern unter Wasser aufhalten? Ihr Lebensraum ist so schwer zu erreichen, dass kaum jemand die geheimnisvollen Seekriecher gesehen hat, obwohl es sie schon seit 280 Millionen Jahren gibt. Und das ist ungefähr 140 Mal länger, als es Menschen gibt. Also, alle Introvertierten aufgepasst, die beste Ausrede, um eine Party zu verpassen, ist das Leben auf dem Grund des Ozeans. Krustenkrabbe. Während es bei den Chimären fast unmöglich ist, einen Blick auf sie zu erhaschen, sind andere uralte Wesen weniger schwer zu fassen. Zum Beispiel die Hufeisenkrabbe, die du an den Stränden Südostasiens, des Atlantiks und der Golfküste Nordamerikas finden kannst. Trotz ihres Namens sind Hufeisenkrabben eher mit Skorpionen und Spinnen verwandt als mit Krabben. Obwohl sie bis zu 48 cm groß werden können, können sie weder beißen noch stechen. Der gruselig aussehende Stachel auf ihrem Rücken ist eigentlich nur ein Schwanz, mit dem sie sich wieder aufrichten können, wenn sie umgestoßen werden. Die Muscheltiere wuseln in den flachen Küstengewässern herum und suchen nach Würmern, Muscheln und Algen, die sie mit ihren Beinen zerkleinern, bevor sie zum Fressen in ihr Maul gelangen. Ihr Kopf beherbergt aber weit mehr als nur den Mund, sondern auch die meisten anderen lebenswichtigen Organe. Die meisten, aber nicht alle. Hufeisenkrebse haben beeindruckende 10 Augen, von denen sich nur die beiden größten auf dem Kopf befinden. Diese beiden Seitenaugen arbeiten zusammen mit den anderen 8 Augen am Rest des Körpers und machen die Krebse sehr lichtempfindlich. Dadurch können sie nicht nur ihre Partner im Dunkeln finden, sondern sind auch sehr gut auf den Mondzyklus eingestellt, der bestimmt, wann sie ihre Eier legen. Und dieses tadellose Sehvermögen ist offensichtlich keine Spielerei. Die archaischen Tiere existieren seit mehr als 300 Millionen Jahren und sind damit über 50 Millionen Jahre älter als die Dinosaurier. Das Verrückteste daran ist, dass sie sich in dieser ganzen Zeit kaum verändert haben. Wenn du also auf Beweise für riesige Tiere wie diese gehofft hast, ich fürchte, die hat es nie gegeben. Das muss ein ganz kleines Kind sein. Altmodischer Tapir. Wenn du dich jemals gefragt hast, wie ich um 6 Uhr morgens aussehe, wenn mein Wecker klingelt, dann schau dir dieses Bild an. Okay, das bin nicht wirklich ich, aber es ist ein äußerst seltsames Säugetier namens Tapir. Diese urzeitlichen Wesen patrouillieren seit etwa 20 Millionen Jahren auf der Erde und haben den Höhlenmenschen vermutlich genauso viel Spaß gemacht wie mir. Die meisten von ihnen leben in Südamerika, abgesehen vom malaiischen Tapir, den man in ganz Asien findet. Alle Tapirarten sind jedoch Pflanzenfresser und verbringen die meiste Zeit damit, auf der Suche nach Nahrung durch die Wälder zu watscheln. Mit ihrer verrückten Nase haben sie einen erstaunlichen Geruchssinn, mit dem sie die Spuren anderer Tapire finden, die oft zu den besten Stellen in der Vegetation führen. Aber ihre Nase ist nicht nur zum Riechen da, sie benutzen sie auch, um leckere Triebe von den Bäumen zu pflücken und zu mampfen. Sie sind also nicht nur ein hübsches Gesicht. Leider werden die Wälder, in denen sie leben, abgeholzt, um Platz für Häuser und Ackerland zu schaffen, sodass es immer weniger von diesen lustigen Kerlen gibt. Mann, ich will wirklich nicht, dass diese Komödie in einer Tragödie endet. Schicke Nautilus. Es ist schwer vorstellbar, dass es etwas gab, das eine 500 Milliarden Jahre alt ist, geschweige denn, dass es heute noch lebt. Doch die außerirdisch anmutende Nautilus schwamm die ganze Zeit unter unseren Ozeanen, erlebte 3 Eiszeiten und überlebte unzählige andere, weniger glückliche Arten. Aber wie konnte etwas so Wehrloses wie ein Unterwassermollusk die Dinosaurier überleben? Als der Asteroid vor 66 Millionen Jahren auf der Erde einschlug und das meiste komplexe Leben auslöschte, wurden doch auch die Ozeane verwüstet, oder?
Das stimmt, aber einige Tiefseebewohner waren vor dem Einschlag geschützt und ernährten sich von den toten Organismen, die von der Oberfläche herabgesunken waren. Das Leben hat also einen Weg gefunden. Und der gekammerte Nautilus sieht auch nach all den Jahren fast noch genauso aus, mit einem Unterschied. Er war früher viel größer, nämlich gigantische 3,35 Meter im Durchmesser. Jetzt sind es nur noch 20 Zentimeter, aber die Funktion ist immer noch dieselbe. Die schöne Schale hat mehrere hohle Kammern in ihrem Inneren. In der größten von ihnen verbringt die Nautilus die meiste Zeit. Ein Gewebe, das Siphon genannt wird, verbindet alle diese Kammern miteinander und das Tier hat eine erstaunlich clevere Art, den Siphon zusammen mit seiner Schale zu benutzen, um sich fortzubewegen. Zuerst bewegt sie ihren Körper von der größten Kammer nach außen, sodass Meereswasser hineinströmt. Dann benutzt die Nautilus ihren Siphon, um ihren Körper schnell wieder in die Kammer zu ziehen, wodurch das Wasser mit großer Geschwindigkeit wieder herausgepresst wird und die gesamte Muschel rückwärts treibt. Ziemlich beeindruckend, oder? Um den Gesamtauftrieb zu regulieren, kann der Nautilus seinen Saugrüssel außerdem dazu benutzen, Flüssigkeit aus der Kammer zu saugen oder in die kleineren Kammern zu ziehen. So manövriert der Nautilus gekonnt durch das Wasser, um Garnelen, Krebse und andere kleine Meerestiere aufzuspüren und zu erbeuten. Ich wünschte, ich hätte einen Siphon, denn ich liebe Meeresfrüchte. Verrückter Wobbegong. Verglichen mit den Dingen, die wir gesehen haben, könnte man den seltsam benannten Wobbegong-Hai glatt für ein Baby halten. Schließlich gibt es ihn erst seit schlappen 11,5 Millionen Jahren. Aber ich möchte dich daran erinnern, dass das immer noch fast 6-mal länger ist, als wir auf der Erde leben. Und diese Sache ist einfach zu seltsam, um sie nicht zu erwähnen. Die meiste Zeit verbringen die Wobbegongs auf dem Meeresboden in Indonesien und Australien und nutzen ihre überzeugende Tarnung, um auf ihre Beute zu lauern. Wenn sich dann etwas nähert, spreizen sie ihre riesigen Kehlen und saugen so ziemlich alles ein, was sie kriegen können. Kleine Krustentiere haben keine Chance, aber auch Kugelfische und andere Haiarten stehen auf ihrem Speiseplan. Dieser glückliche Wobbegong hat sich einen jungen schwarzspitzen Riffhai zum Mittagessen geschnappt. Zum Glück gelten die verrückten Kreaturen im Allgemeinen als harmlos für den Menschen, aber wenn du den Fehler machst, auf einen zu treten, musst du mit einem bösen Biss rechnen. Die scharfen Reißzähne sind nicht zu verachten, vor allem in Verbindung mit den kräftigen Kiefern des Wobbegongs. Aber das Schlimmste wäre nicht der körperliche Schmerz, nein, es wäre die Demütigung, von etwas besiegt zu werden, das aussieht, als hätte man es in der Toilette von Jabba the Hutt heruntergespült. Tintenfisch aus der Hölle. Klassische Bilder der Hölle zeigen normalerweise eine Satan-ähnliche Figur, die den Verdammten der ewigen Folter unterwirft. Tintenfische kommen dabei nicht oft vor, aber vielleicht sollten sie das. Dieses einzigartig, bösartig aussehende Weichtier patrouilliert seit 165 Millionen Jahren durch die Tiefsee und hat den lateinischen Namen Vampyrotoites infernalis, was wörtlich übersetzt Vampirkalmar aus der Hölle bedeutet. Cool. Zum Glück handelt es sich nicht um einen blutsaugenden, untoten Tintenfisch, der vom Teufel geschickt wurde. Sein Name bezieht sich vielmehr auf die mantelartigen, mit Schwimmhäuten versehenen Tentakel und seinem roten Körper. Statt von Blut ernährt sich der Vampirkalmar von einer weniger gruseligen Diät aus, naja, Kot. Aber nicht freiwillig, wohlgemerkt. Weil er so tief lebt, ist Sauerstoff eine echte Knappheit. Das heißt, wenn er Energie aufwenden müsste, um seine Beute zu jagen, würde er den wenigen Sauerstoff, den er hat, aufbrauchen und sterben. Deshalb ist es viel sinnvoller, Sauerstoff zu sparen, indem er sich treiben lässt und alles aufschnappt, was er finden kann. Und das ist meistens Kot. Trotzdem ist der Vampirkalmar kein totaler Stubenhocker. Er hat eine geheime Waffe. Seine Haut. Sie ist mit lichtproduzierenden Organen, den sogenannten Photophoren, bedeckt, die bei Aktivierung eine Lichtschau erzeugen, die ahnungslose Beutetiere anlockt, die der Tintenfisch dann schnappt. Es ist ein bisschen so, als würdest du zu einem Feuerwerk gehen und dann merken, dass du das große Finale bist. Verdammt, deshalb hat mich Satanic Squidward also für nächsten Freitag eingeladen. Tolle Brückenechsen. Wenn du dich für Mystik interessierst, hast du wahrscheinlich schon vom dritten Auge gehört. Es wird oft auf der Stirn abgebildet und symbolisiert Erleuchtung und übernatürliche Kräfte. Der Tuatara oder die Brückenechse muss also wirklich erleuchtet sein, denn dieses Reptil hat ein drittes Auge auf dem Kopf und das schon seit über 240 Millionen Jahren.
Brückenechsen kommen nur in Neuseeland vor und sind eine ganz besondere Art. Sie sehen zwar aus wie Eidechsen, aber eigentlich sind sie enger mit einer ausgestorbenen Reptiliengruppe aus der Zeit der Dinosaurier verwandt. Im Gegensatz zu Eidechsen sind Brückenechsen nachtaktiv, haben drei Reihen sägeähnlicher Zähne, mit denen sie Käfer zerkleinern und bevorzugen kühles Wetter. Oh, und ja, sie haben drei Augen. Das dritte Auge ist das Scheitelauge und obwohl es eine Netzhaut, eine Linse und Nervenenden hat, wird es nicht zum Sehen benutzt. Wenn eine Brückenechse nur ein paar Monate alt ist, wachsen Schuppen und Pigmente über das Auge, die es bedecken und es schwer vom Rest des Reptilienkörpers unterscheidbar machen. Wozu also ein Auge, das nicht sehen kann? Nun, obwohl es technisch gesehen blind ist, ist es nicht empfindlich. Und Wissenschaftler vermuten, dass dieser zusätzliche Lichtsinn den Brückenechsen hilft, sich zu orientieren und die Tageszeit zu erkennen. Leider hilft ihm das nicht, die Zukunft vorherzusagen, sonst hätte die seltene Art Neuseeland schon längst verlassen, denn als die Menschen um 1200 nach unserer Zeitrechnung auf die Insel kamen, brachten sie nicht einheimische Arten wie Hunde und Ratten mit, die im Laufe der Jahre die Brückenechsenpopulation stark dezimierten. Wo es einst Millionen dieser uralten Tiere gab, leben heute weniger als 80.000 dort. Denk also an die armen Brückenechsen, die das trotz ihrer Augen nicht haben kommen sehen. Gruseliges Krokodil. In einigen Teilen Indiens und Nepals gibt es ein uraltes Wesen, das so selten ist, dass es heute weniger als 250 von ihnen auf der Welt gibt. Diese gruseligen Kreaturen sind Garials und leben seit etwa 200 Millionen Jahren in den Flüssen der Erde. Ihre lange, dünne Schnauze unterscheidet sie von einem Krokodil oder Alligator und sie haben auch viel mehr Zähne, etwa 110. Damit sind sie perfekt für den Fang ihrer Lieblingsspeise, Fisch, geeignet. Die schmalen Schnauzen sind nicht nur in der Lage, durch das Wasser zu gleiten, sondern auch mit Sinneszellen ausgestattet, die Vibrationen wahrnehmen können. Sobald sie etwas wahrnehmen, peitschen sie ihren Kopf, sie haben keine Körperbehaarung, im Wasser hin und her und peilen ihre fischige Beute an. Dann öffnen sie ihr Maul und beißen kräftig zu, um alles zu fangen, was ihnen zu nahe kommt. Sie sind aber nicht nur Tötungsmaschinen. Garials haben auch Zeit für ein bisschen Liebe. Sie sind nämlich die einzigen Krokodile, bei denen es einen erkennbaren Unterschied zwischen Männchen und Weibchen gibt. Der merkwürdige kleine Höcker wird Gara genannt und ist nur bei den Männchen vorhanden, vermutlich um unangenehme, ungewollte Liebschaften zu vermeiden. Wie es scheint, haben die Garials keine gute Beziehung zu den Menschen und leiden sehr unter unseren Eingriffen. Die Überfischung hat dazu geführt, dass es in den Flüssen keine Beute mehr gibt und sie werden wegen ihres Fetts gejagt, das in der traditionellen Medizin verwendet wird. Es ist also wirklich nicht nötig, sie zu fragen, warum sie so lange Gesichter ziehen. Rüschenhai. Wenn du leicht zu erschrecken bist, solltest du jetzt wegschauen. Ich hab dich gewarnt. Dieser furchterregende Albtraummacher ist nicht Teil der neuesten Jaws-Fortsetzung. Er heißt Rüschenhai und er ist sehr, sehr real. Die aalähnlichen Kreaturen werden bis zu 1,8 Meter lang und lauern in den kalten, dunklen Tiefen des Atlantiks und des Pazifiks. Sie tragen ihren Namen wegen ihrer kräuselförmigen Kiemen, aber es sind die roten Zähne, die mich mehr beunruhigen. Und diese schlangenartige Art, wie sie sich durch das Wasser bewegen, ich werde heute nicht gut schlafen können. Aufgrund der extremen Umweltbedingungen, in denen Haie leben, wissen wir nur sehr wenig über sie. Sie sind aber ziemlich langsame Schwimmer, also wahrscheinlich nicht so tödlich, wie sie aussehen. Ich wette sogar, sie würden verängstigt wegschwimmen, wenn sie dich sehen. Unter 914 Metern, wo sie leben, kann nicht viel überleben, also wären wir im Vergleich zu den Tintenfischen und kleinen Fischen, an die sie gewöhnt sind, riesig. Das hält diesen 99 Millionen Jahre alten Schrecken aber nicht davon ab, wie ein frustrierend schwerer Endgegner in einem Tomb Raider-Spiel auszusehen. Nur, dass ich nicht versuchen würde, ihn zu bekämpfen, sondern aus Angst wegschwimmen und eine verdächtig gelbe Spur hinterlassen würde. Also gut, damit haben wir auch schon das Ende unserer prähistorischen Safari erreicht. Hast du einige von ihnen schon in echt gesehen? Und habe ich vielleicht welche vergessen, die ich hätte erwähnen sollen? Lass es mich in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen.